Umgang mit Bestechung und Bestechungsversuchen. Bestechung ist etwas, was die menschliche Gesellschaft zersetzt. Man sollte Bestechung nicht dulden. Man sollte keine Bestechungen annehmen. Man sollte anderen nicht bestechen. Und wenn man Kenntnis bekommt von Versuch der Bestechung, sollte man das weitergeben. Und wenn man es kann, sollte man andere davon abhalten. Zunächst muss man aber wissen, was ist überhaupt Bestechung? Denn manche Menschen verstehen etwas Falsches unter Bestechung. Es gibt gegenseitiges Geben und Nehmen und das ist okay. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich helfe dir beim Staubsaugen, bitte hilf du mir beim Aufhängen von Bildern. So können Nachbarn sich gegenseitig helfen. Oder im Büroalltag, du kannst sagen, ich helfe dir bei der Makroprogrammierung von Word. Kannst du mir dabei helfen bei der Vorbereitung der nächsten Präsentation? Das ist keine Bestechung, das ist gegenseitiger Austausch. Bestechung beinhaltet, dass man einen persönlichen Gefallen für sich annimmt, um dann im Namen einer Organisation dem anderen einen Gefallen tut, den diese Organisation normalerweise nicht geben würde. Also Bestechung beinhaltet immer, dass dort zwei dabei sind. Und dass man in einem Kontext einen Gefallen bekommt für sich persönlich und dem anderen dafür einen Gefallen gibt, nicht von einem persönlich, sondern im Namen einer Organisation. Typisches Beispiel ist ja, der Baudezernent einer Stadt bekommt von einer Baufirma ein Haus gebaut und das Haus kostet sehr viel weniger, als es normalerweise kosten würde. Und dafür schanzt der Baudezernent der Firma einen Auftrag zu und erlaubt der Firma, der Stadt mehr zu verlangen, als normalerweise üblich wäre. Das heißt, der Baudezernent oder einer im Bauamt bekommt einen Gefallen von 200.000 Euro oder auch nur 20.000 Euro und gibt dafür der Firma einen Vorteil von 20 Millionen. Oder der Einkäufer einer Firma bekommt irgendwo 10.000 Euro und dafür gibt er der Firma im Namen seiner eigenen Firma Aufträge, die der anderen Firma 100.000 oder 10 Millionen Euro wert sind. Das ist Bestechung. Oder der Zollbeamte kriegt 100 Euro in die Hand gedrückt, damit er das übersieht, dass man irgendwo 10.000 Euro Gegenstand hat, der eigentlich 15.000 Euro Zoll brauchen würde. Was auch immer. Also das ist Bestechung. Diese Art von Bestechung sollte man nicht dulden, man sollte sich nicht daran beteiligen. Es zersetzt die menschliche Gesellschaft und führt dazu, dass gerade die ethischen Menschen nicht berücksichtigt werden. Also Aparigraha, Unbestechlichkeit, ist eine der 5 grundlegenden ethischen Grundsätze vom Yoga und einer der menschlichen Grundsätze, damit eine Gesellschaft funktionieren kann.